Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Krank durch Brustimplantate, wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran! Hallo zusammen, heute am Mikro für euch wieder Birgit Schäfers und mein Gast heute ist die liebe Mimi. Hi Mimi! Hi Birgit! Hi! die Mimi war mal ziemlich lange Teil unseres Teams, hat uns tatkräftig unterstützt und wir sprechen heute mal ein bisschen über deine Geschichte mit Brustimplantaten. Gerne. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Mimi, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich bin die Mimi, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Aktuell befinde ich mich nebenberuflich noch in der Ausbildung zur systemischen Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Genau, so viel zu mir. Okay, danke. Denkst du, weil du das jetzt gerade sagst, noch mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, würdest du sagen, das hat auch irgendwie ein bisschen was mit dem Werdegang zu tun oder mit den Implantaten? Weil ja viele auch durch Erkrankung dann so einen Weg einschlagen im Gesundheitsbereich. Oder sagst du, nee, das hat bei dir jetzt eher nichts damit zu tun? Doch, ich würde in jedem Fall sagen, dass die Implantate auch etwas damit zu tun haben. Ich meine, wir sind ja ohnehin geprägt von unserer Vergangenheit. Und alles, es war auch gut, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Alles hat einen Sinn. Und auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, auch eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen, einfach weil ich mich auch einfach selber gerne besser verstehen wollte, warum ich so denke, wie ich denke, warum ich Entscheidungen treffe, die ich treffe und wie ich sie treffe. Und deswegen habe ich mich für diese zusätzliche Ausbildung entschieden. Okay. Erzähl doch mal, wie kam das denn überhaupt? Warum hast du dich denn irgendwann mal, ich glaube 2010 war das, ne, soweit ich mich erinnere, wieso hast du dich denn da ursprünglich mal zu Brustimplantaten entschieden? Ich habe mich im Dezember 2010 dazu entschlossen, mir die Brüste vergrößern zu lassen, weil ich schon immer ein Problem mit meinen kleinen Brüsten hatte. Und nach der Geburt meines Sohnes, also ich hatte schon immer sehr kleine Brüste, und nach der Geburt meines Sohnes, nachdem ich ihn gestillt habe, waren da im Grunde nur noch zwei leere Hauthüllen, zwei kleine. Das war für mich damals als junge Frau sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn man die Kindheit damit verbracht hat, nachmittags Baywatch nach der Schule zu schauen. Oje. Die hat sie übrigens auch entfernt inzwischen. Die Pamela hat sie, ja, ich glaube, viele ja. andere Promi-Sternchen auch entfernen lassen. Juhu, hätte mir das mal jemand mal damals gesagt. Aber wenn man als junges Mädchen halt eben mit solchen Vorbildern aufwächst, mit solchen Idealen, dann manifestiert sich halt einfach der Gedanke, dass man das braucht, um sich vollwertig zu fühlen, um sich wohl zu fühlen. Und ich hatte immer Komplexe wegen meinen Brüsten. Und deswegen habe ich dann 2010 den Entschluss gefasst, sie mir vergrößern zu lassen. Ich war in einer sehr tollen Klinik. Zumindest war ich der Meinung, dass dem so war. Und ich war bei verschiedenen Ärzten, habe mich aufklären lassen. Und habe mich dann eben für die Klinik entschieden, wo mir dann auch eben gesagt wurde, dass mir die allerbesten Implantate gesetzt werden, dass ich diese niemals wechseln lassen muss. So viel zum Thema Aufklärung. Ja. Das sind die besten auf dem Markt. Zu den Risiken sagte man mir, dass das Schlimmste, was passieren kann, eine Kapselfibrose ist. Und dass sich in ganz seltenen Fällen die Implantate mal drehen. Ich sage es jetzt mal so ganz fresh, also die ganz typische Aufklärung. So wie wir sie kennen, genau. Und wenn ich es mal noch ergänzen darf, du hattest die allerbesten, nämlich die guten, texturierten Allergan, die mittlerweile gar nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Ne? So viel dazu. Genau so ist es. Ich hatte den Ferrari unter dem Plantat. Zumindest damals. Ja, genau. Damals. Ja. Genau. Und wie ging es denn dann weiter? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich habe sie mir setzen lassen und klar, die ersten Monate war ich, also ich war die ersten Monate ganz glücklich. Ich war voller Selbstbewusstsein mit diesen riesen unnatürlichen Dingern auf meiner Brust. Habe völlig die Tatsache ignoriert, dass mir das Atmen völlig schwer fällt. Und ich muss sagen, nach 1 bis 2 Jahren war dann auch der Zauber verflogen. Also dann ging es schon los mit, dass ich tatsächlich dann nicht mehr so habe ignorieren wollen, dass mir das Atmen schlecht fällt. Habe aber natürlich andere Gründe gesucht. Ich habe damals auch noch geraucht und habe es aufs Rauchen geschoben. Und geschoben, genau. Und was war noch? Also bei mir war es ein wirklich sehr langer und schleichender Prozess, denn ich habe mir ja die Implantate leider erst im Juni 2020 entfernen lassen, weil ich wollte auch zum Teil nicht wahrhaben, dass es die Implantate sind. Ich glaube, so geht es ganz vielen Ja, Frauen. klar, ja. Aber irgendwann, also ich meine, am Ende meiner Leidensodyssee war es halt so, dass ich hatte Brain Fog ganz massiv. Also ich hatte ganz schlimme Wortfindungsstörungen. Ich konnte keine ganzen Sätze mehr bilden. Mir wollten die Worte einfach nicht einfallen. Ich hatte ganz massive, ganz eklige, riesige Eiterpickel auf dem Rücken und am Hals. Ganz fürchterlich. Mein Arm war taub, mein Arm hat gekribbelt, meine Achsel hat nur noch geschmerzt. Auf der Seite liegen war der pure Horror, weil das schon geschmerzt hat. Also es war fürchterlich. Also ich hab mich wirklich ewig lange gequält und ich glaube, ich habe deine Gruppe gefunden 2008 schon, 2009. Nee, 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 die gab es erst 2000, wann habe ich sie gegründet? Warte mal, 2018. Ah ja, meine ich ja, 2018. sorry. Ich bin, ja, meine ich ja, 2000, also entweder 2018 oder 19 bin ich dann zu dir gestoßen, ich glaube wieder 18, und habe mich dann mal so langsam eingelesen, wollte es aber null wahrhaben, also ich konnte es nicht wahrhaben. Okay. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt auch so wie ganz viele so eine typisch lange Arztodyssee hinter dir, von Facharzt zu Facharzt, oder war das bei Nee. dir anders? Nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil, aber gut, das liegt an mir. Ich bin kein Fan von Ärzten. Ich fühle mich da oftmals einfach nicht gut aufgehoben, weil es in der Vergangenheit halt eben schon zu oft der Fall war, dass ich nicht gut beraten wurde, wie eben auch bei der Brustvergrößerung. Ich habe da nicht viel Vertrauen zu. Deswegen habe ich mich dann selbst eben schlau gemacht im Internet, weil ich bin durch Zufall auf das Thema gekommen, nach den Implantaten zu suchen. Und dann bin ich durch Zufall auf deine Gruppe gestoßen. Und dann habe ich mich da eingelesen. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte, oh mein Gott, es sind wirklich die Implantate. Ich fasse es nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch nur noch schlecht gefühlt mit den Implantaten. Ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe mich nicht mehr sexy und schön gefühlt, weil ich nur noch aufgedunsen war. Ich war aufgedunsen von morgens bis abends. Ich war völlig verpickelt. Ich hatte Augenringe, also von sexy, schön und also ich war da so weit von entfernt. Ich habe so viele Kilos zugenommen, mein Hormonhaushalt war völlig durcheinander. Berichten auch viele, ne, mit der Ja. Gewichtszunahme durch Implantate, ja. Ja, ich habe, also fürchterlich, ich war auch immer krank. Ich hatte jedes Jahr gute zweimal im Jahr Magen-Darm-Erkrankungen und war eigentlich also ein halbes Jahr lang des Jahres hatte ich immer eigentlich grundsätzlich Stirnhöhlen-Nasennebenhöhlenentzündung. Tada! Seit die Implantate draußen sind, habe ich diese Probleme nicht mehr. Ach. Ach, ja, das ist Okay. natürlich ist das nur Zufall. Reden wir uns das so ein? Nein, natürlich nicht. Also es geht mir einfach so viel besser, seit die Implantate draußen sind. Nun weiß ich, dass bei dir trotzdem, also du sagst, dir geht es sehr viel besser, ne? Das freut mich Ja. total. Ich weiß aber auch von dir, dass das eine ganz schön lange Reise schon ist, ne? Also du hast 2020 explantiert, also es sind ja jetzt schon auch knapp 3 Jahre, ne? 2,5. Ja. Aber ich weiß schon von dir, dass das auch ein Auf und Ab war und auch schon ein harter Ritt, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Da kannst du uns ja vielleicht mal ein bisschen zu erzählen, wie das dann so weiterging mit deiner Explantation und danach. Also mit meiner Explantation,
Ja, es war auf jeden Fall ein harter Ritt. Ich befand mich damals ja auch noch im Studium und hatte schon die Befürchtung, dass ich das gar nicht beenden kann, weil ich durch mein Brain Fog überhaupt nicht imstande mehr war zu denken. Durch die Explantation waren natürlich die körperlichen Beschwerden, die wurden dann so langsam besser. Und auch der Brain Fog. Also ich muss dazu sagen, man muss wirklich Geduld haben, ja. Also man kann nicht erwarten, dass man seinen Körper 10 Jahre lang vergiftet, so wie in meinem Fall, und dann von heute auf morgen die Wunderheilung erfolgt. Das läuft so nicht. Denn wer in der Materie ist, weiß, dass die Implantate einfach viel zu lange Zeit hatten, in unserem Körper zu bluten. Ja, dementsprechend. Hattest du eine Ruptur, Mimi? Ich weiß es nicht Ja, mehr. Ja. auf der rechten Seite hatte ich eine Ruptur. Und ich habe ja meine Implantate noch, die liegen ja bei mir im Tiefkühlfach. Ich kann die heute auch gar nicht mehr, also ich kann die auch nicht in meine Hände nehmen ohne Handschuhe, weil die kleben. Und ich kriege diese Masse nicht von meiner Haut. Also wenn ich sie aus der Tüte nehme, dann geht das nur mit Handschuhen, weil diese Masse mich einfach nicht mehr loslässt. Weswegen natürlich eine en bloc Explantation unerlässlich ist. Also das ist super wichtig für jede Frau. Ja, mein Leidensweg, also es geht mir deutlich besser. Ich habe keinen Brain Fog mehr. Das hat aber sehr lang gedauert. Und ich muss auch sagen, ich habe auch extrem ich habe mit Nahrungsergänzungsmitteln ganz viel gearbeitet. Ich habe darauf geachtet, dass ich mein Omega-3 nehme, mein Vitamin D3, alles Mögliche, mein Magnesium. Ich habe auf meinen Haushalt geachtet. Ich habe Blut abnehmen lassen, damit ich Werte vergleichen kann. Sehr gut, ja. Gut. Was ich immer noch habe, sind manchmal Schmerzen in der Achsel rechts. Da habe ich letztes Jahr, da war ich im Krankenhaus, habe den Lymphknoten untersuchen lassen. Es ist wohl alles unauffällig. Rechts war aber auch die Ruptur. Keiner kann mir sagen, woher die Schmerzen kommen. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann aufhört, weil ich muss dir nicht sagen, wie es ist. Man Nee. zerbricht sich ja trotzdem den Kopf, Ja, klar. dass da immer noch was kommen könnte. Ja. Weißt du, ob alle Kapselreste bei dir entfernt wurden? Ich befürchte nicht. Ich befürchte nicht. Du weißt ja, dass das bei mir leider nur suboptimal gelaufen ist. Deshalb werde ich den Chirurgen auch nicht weiterempfehlen, bei dem ich mich habe explantieren lassen. Ich gehe davon aus, dass ich noch Kapselreste im Körper habe. Und ja, werde jetzt aber. Ich komme damit zurecht. Ich komme damit zurecht. Ich habe einen Weg gefunden, damit zurechtzukommen, weil alles andere einfach nicht zielführend ist. Finde ich eine wichtige Aussage auch, ne? Ich denke ohnehin, dass es super wichtig ist, sich in die richtige Richtung zu fokussieren, ja. Also ich denke, wenn man sich die ganze Zeit einredet, oh Gott, ich werde bestimmt nie wieder gesund, dann glaube ich, ist das auch so eine self-fulfilling prophecy, ne? Ich glaube dann, das kommt auch so. Ja, Genau, tatsächlich. genau so sehe ich das auch. Und deswegen nehme ich mir gar nicht die Zeit, mir das einzureden. Das ist mir die Sache gar nicht wert. Ich habe mir vorgenommen, gesund zu werden. Ich bin auf einem sehr guten Weg. Ich bin noch nicht super gesund. Ich bin nicht so fit, wie ich vor meiner Explantation war. Ich weiß auch nicht, ob das so werden wird. Vor deiner Implantation, Meine ich meinst ja du? von meiner Ja. Implantation, genau, von meiner Vergrößerung. Gut, ich war da auch noch mal ein Stückchen jünger, aber. Ja, also was ich immer noch habe, ist das Problem mit der Haut. Meine Haut versucht nach wie vor viel zu entgiften. Was ja gut ist, ne? Also. Absolut, absolut. Ich bin da auch sehr froh drum. Genau, was auch ganz massiv war, als ich die Implantate noch trug und ich Alkohol getrunken habe, hatte ich ein fürchterliches Ziehen und Brennen in den Schultern. Es hat sich alles zusammengezogen. Ich hatte fürchterliche Schmerzen. Und ich dachte, oh wow, eine Alkoholallergie. Ich habe zwar eh nie viel getrunken, aber das ist mir aufgefallen. Das hat auch nachgelassen. Gut, ich trinke immer noch nicht viel, aber ich fand das schon auch erschreckend. Also, Ja, auch das erzählen viele, ne? Dass sie gar keinen Alkohol mehr trinken konnten mit den genau. Brustimplantaten. Ganz schrecklich. Also, diese Schmerzen, das ist also unerklärlich. Und das hat dann auch eine gute Minute angehalten. Und du hast dir bei jedem Schluck gedacht, was ist das? Was passiert in meinem Körper? Ja, fürchterlich. Fürchterlich. Und
Ich weiß ja auch nicht, seit wann ich die Ruptur hatte. Es ist nie ein LKW über mich drüber gefahren. Nee, glücklicherweise. Also ja, ich meine, wir sitzen ja im selben Boot, ne, was das angeht, weißt du ja, ne? Ja. Und ja, auch über mich fuhr kein LKW, also es ist schon spannend, ja. Aber ich meine, wir wissen ja inzwischen, warum sich eben die Konsistenz verändert, ne? Was da passiert im Genau. Körper und so, dass die Werbebotschaft einfach ja, völlig daneben ist, ne? Weil diese Werbeaufnahmen, die Filmchen, die werden halt gemacht, solange diese Dinger noch nie in einem menschlichen Körper waren. Ja, das hat aber einfach mit danach, dann ist das ja eine völlig andere Situation. Ja, das wird natürlich nicht erzählt in der Werbung. Genau. Aber Mimi, noch mal zurück. Du hast gesagt, also du siehst zu, dass du gesund wirst, dass du deinen Mikronährstoffhaushalt gut pflegst sozusagen. Gibt es noch irgendwelche andere Dinge, die du so unternommen hast, sage ich mal, zur Heilung? Also irgendwas, wo du denkst, das war jetzt vielleicht besonders wichtig oder ja, weiß nicht. Ja, ich habe angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich habe gelernt, mich selbst zu lieben und meinen Körper so, wie er ist. Und ich bin meinem Körper wirklich sehr dankbar. Also er trägt mich jetzt mittlerweile schon seit 38 Jahren. Der hat da schon einiges mitmachen müssen mit mir. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir unser Glück nicht im Außen finden können. Das ist einfach nicht möglich. Natürlich können wir uns die Brüste vergrößern und die Nase richten und uns liften lassen. Das wird aber niemals die Leere in unserem Inneren füllen. Das ist leider so. Und ich finde es ganz wichtig, dass jeder Mensch an sich selbst arbeitet, dass an seinem Mindset arbeitet, im Inneren, nicht im Außen. Ja. Das finde ich super wichtig, dass du das sagst. Ich meine, jeder geht seinen eigenen Weg und ich will da überhaupt nichts verdammen. Ja, jeder muss das so tun, wie er das eben kann. Aber ich merke schon natürlich ein sehr großes Bedürfnis, auch nach der Explantation bei sehr vielen Frauen, sich doch wieder zu optimieren, äußerlich zu optimieren. Und ich glaube, solange man das tut, bleibt es schwierig. Das glaube ich einfach. Ja, Absolut. insofern Absolut. finde ich Also, das ganz wichtig, was du gesagt hast. ja, also, ne, also wie gesagt, ich bin 38, klar habe ich auch Fältchen um die Augen etc. Ich verdamme das auch nicht, wenn Frauen sagen, nee, ich möchte das nicht, ich möchte glatt sein und meine Lippen müssen eine bestimmte Größe haben etc. Aber Mädels, bitte denkt dran, es rächt sich. Vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen, aber mit der Zeit rächt es sich. Und das ist die Sache einfach nicht wert. Als ich mir die Implantate habe setzen lassen, wurden meine Brustmuskel durchgeschnitten, beide, damit das Implantat halb unter, weil ich unbedingt so ein anatomisch geformtes haben wollte. Und also ich habe meinem Körper so Schlimmes zugemutet und so Schlimmes angetan, weil ich für mich gedacht habe, ich müsste mich tunen, ich müsste mich optimieren. Dabei hätte ich einfach nur mein Mindset optimieren müssen. Ja. Und auch das ist nicht einfach, ne? Das ist auch ein schwieriger Weg, ne? Aber ich denke, es ist letztendlich der dann wirklich zum Glück, wenn ich das mal so nennen darf, führen kann, ne? Wenn du dein Mindset änderst und in die Selbstannahme kommst, ne? Genau so Das ist es. Und das ist unbeschreiblich. Also, wenn man irgendwann wirklich anfängt, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist und sich selbst zu lieben, also dieses Gefühl hatte ich niemals mit Implantaten. Ja, also da hätte ich mir auch noch so viel Schminke ins Gesicht klatschen können. Ich habe es nie auf dieses Level geschafft. Und auch das ist ein sehr langer Prozess, dieses Mindset zu kommen. Das ist auch ein harter, steiniger Weg. Aber es gibt keine Abkürzung. Ja, man muss über diese spitzen Steine gehen. Es ist manchmal eben so. Man muss Geduld haben. Genauso ist es mit der Heilung. Heilung erfolgt nicht von heute auf morgen. Also in den meisten Fällen zumindest nicht. Es gibt Frauen, denen geht es schon kurz nach der Explantation sehr gut. Aber es gibt auch Frauen, bei denen dauert es länger. Und wie gesagt, die Implantate hatten lange Zeit, unseren Körper zu vergiften. Das müssen wir uns stets vor Augen führen. Ja, eben. Genau. Und ich sag mal, also
ich bin der Meinung, also wir haben ja Frauen durchaus in der Community, die sagen tatsächlich irgendwann nach einer Weile, mir geht's jetzt gut, ne, ich kann mich so annehmen. Viele auch nach der Explantation sagen, ich kann mich heute viel besser annehmen als jemals vor der Implantation. Aber, das darf man nicht verschweigen, es gibt auch echt Frauen, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man sich vielleicht auch da Unterstützung sucht. Ne? Und dann eben nicht die Unterstützung in Form von, wo lasse ich einen Fetttransfer machen? Ne? Also erstmal, ja, wenn natürlich irgendwann jemand sagt, ich kann nicht anders, dann ist es so. Aber auch da zu gucken, wo kann ich denn vielleicht Unterstützung kriegen, in die Selbstannahme zu kommen, ja, wenn es jemand nicht alleine schafft. Ne? Auch da gibt es ja unterschiedlichste Angebote. Ne? Aber es ist halt nie einfach. Es ist halt ein anstrengender oder auch vielleicht schmerzhafter Weg, ne? Das muss man sagen. Absolut. Ich meine, man fängt ja an, sich wirklich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen und vielleicht auch mit Erinnerungen aus vergangenen Tagen, an die man sich eigentlich vielleicht auch nicht mehr so erinnern möchte. Ja. Aber der Schmerz gehört zur Heilung dazu. Ja, genau. Ja. Ja, Mimi. ich wünsche dir von Herzen, dass die restlichen, ich sag mal, das restliche Erbe durch die Implantate auch noch heilt und ansonsten, dass du einfach ja, gut damit umgehen kannst, ja, mit dem, was bleibt. Na, aber ich glaube, also da bin ich bei dir sehr zuversichtlich. Du bist ja da echt auf einem guten Weg. Dankeschön. Und, ja, machst ja auch, wie du selbst gesagt hast, selbst diese Ausbildung, um auch andere dann ja auch zu unterstützen, ne, oder unterstützen zu können. Ne, auf ihrem Absolut. Weg. Ja. Ja, super. Ich danke dir, Mimi. Und wünsche dir an der Stelle alles Gute und wir hören und lesen uns sowieso wieder. Ja? So ist das. Vielen lieben Dank, liebe Birgit. Ja, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Bis bald, liebe Mimi. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.